Was ist Ferromagnetismus? Die Antwort gibt's in diesem Video. In diesem Video, in diesem Experiment schauen wir uns Eisen, Kobalt und Nickel an. Diese haben die gemeinsame Eigenschaft, dass sie ferromagnetisch sind. Dazu habe ich hier einen Magneten. Ferro heißt ja im Prinzip Eisen. Die sind hier, wenn ich diese Eisenstücke nehme, selbst nicht magnetisch. Aber wenn ich jetzt mit meinem Magneten komme, sieht man, sie sind magnetisierbar. Das Ganze funktioniert natürlich auch andersrum. Das heißt, mit dem Südpol meines Magneten kann ich hier auch diese Eisenstücke anziehen. Neben dem Element Eisen ist auch das Element Kobalt magnetisierbar. Funktioniert natürlich auch wieder hier andersherum. Also, das war Kobalt. Und last but not least haben wir hier Nickel. Nickel ist entsprechend auch magnetisierbar. Das heißt, Eisen, Kobalt und Nickel, das sind drei Elemente, die, und auch die einzigen drei Elemente im Periodensystem, die ferromagnetische Eigenschaften haben, also sprich magnetisierbar sind. Man kann sich das Innere eines ferromagnetischen Stoffes im Prinzip als ganz viele kleine sogenannte Elementarmagnete vorstellen. Wie gesagt, das ist allerdings eine Vorstellung. Und wenn diese geordnet sind, wie im unteren Beispiel, dann ist der Stoff magnetisch. Sind sie ungeordnet, wie oben, dann ist er nicht magnetisch. Der Begriff Ferromagnetismus kommt vom lateinischen ferrum, das steht für Eisen. Aber außer Eisen ist auch Kobalt und Nickel ferromagnetisch. Wenn ein äußeres Magnetfeld die Elementarmagnete entsprechend parallel ausrichtet, ist der Stoff entsprechend selbst magnetisch. Auch wenn das äußere Magnetfeld nicht mehr da ist, behält er in der Regel seine Magnetisierung. Meistens sind es Festkörper, man verwendet es in Dauermagneten, Elektromotoren, Transformatoren und aber auch in magnetischen Datenspeichern. Wenn ich ein Stück Eisen magnetisiere, kann ich das normalerweise nicht sehen. Gut, ich kann natürlich überprüfen, ob es dann hinterher magnetisch ist. Aber das Schöne an diesem Experiment ist, ich habe hier eine Spule, die an einer Wechselspannung angeschlossen ist. 50 Hertz, das heißt 50 Mal pro Sekunde wechselt die Spannung ihr Vorzeichen und damit natürlich auch die Richtung des Magnetfeldes. Das heißt, 50 Mal pro Sekunde wird dieser Eisenkern ummagnetisiert. Und das kann man hören. Wenn man sich das mit den Elementarmagneten vorstellt, wechseln diese Elementarmagnete ihre Richtung. Und das ist, wie gesagt, daher dieses Brummen.